alle Jahre wieder. Keine Angst, ich werde nicht singen. Der Camper Tobi meldet sich von der CMT. Und die Sonne kommt nach Stuttgart, die Sonne kommt ins Campingjahr 2023. Und guck mal, wo ich stehe, wie eben alle Jahre wieder beim Erwin Hümmer Museum. Bringen jedes Jahr ein Highlight mit und da steht ein Ford. Wer kennt ihn noch? Das Heimer-Car. Und zwar auf Basis eines Bedford Blitz. Und wer noch nicht in Bad Waldsee war im Erwin-Hümmer-Museum, der sollte sich das wirklich mal anschauen. Ich habe gerade hier mit einem Kollegen gesprochen, der war noch nie dort, habe ich gesagt, guckst du mal an. Das ist übrigens die neue Kamera, wer es noch nicht gesehen hat. Das wirkt alles etwas, ja, fast schon dreidimensional, aber das war auch Absicht. Ich hoffe, es gefällt euch in der Form. Also das Fahrzeug zieht jetzt schon die Menschen an und wer sowas und noch viel mehr sehen will, fährt mal, wie gesagt, in Bad Waldsee vorbei. Haben wir die Tür noch offen gelassen, wir filmen mal rein. So war das 1982 mit dem Heimer-Car oder damals noch Hümer-Hümer-Car, wird es auch für uns immer bleiben. Aber das ist doch wirklich ein Highlight. Gibt natürlich oben auch noch mal ein Hubdach, wie ihr schon gesehen habt. Da gab es noch nichts hier mit Airbag und allen möglichen Verstärkern, da hast du noch Popometer angehabt. Ja, beim Autofahren, mittlerweile gibt es da die elektronischen Helferchen, aber wer verliebt sich nicht in so ein Fahrzeug? Das ist wirklich der Knaller. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich probiere jetzt alles Mögliche aus, auch mit dem internen Mikrofon. Ich denke mir, das klappt ganz gut. Also meinen Geschmack erfüllt die Kamera. Und wenn ihr jetzt mal guckt, hier die Tür. Mit dem Fenster, das hier aufgesetzt ist. Das ist doch wirklich der Knaller. Ja, da würde man heute in die Werkstatt zurückrollen und sagen, Mensch, mach mir das mal rund. War so, ist so. Es gibt immer wieder Sachen, die wir finden werden. Es ist Leichtbau. Leichtbau sowieso. Oh gut, bei dem war die Zuladung kein Problem. Es ist halt alles Kleinserie. Egal, was gebaut wird, eben in diesen, ja, in diesem Camping-Segment. Ich finde, der steht auch perfekt. Der ist übrigens gleich hier am Haupteingang. Für mich ist der Haupteingang immer Ost. Da läuft das Ganze richtig schön auf die CMT. Das ist auch über der Bühne. Ich werde da gleich mal runterfilmen. Aber in der Hauptsache steht jetzt mal das Fahrzeug im Vordergrund. Und geht mal auf die Homepage. Da gibt es ganz tolle Veranstaltungen im Jahr 23. Da seht ihr mal, was los ist. Crazy Camping, irre Typen. Da war ich vor 3 Jahren. Höre ich gerade souffliert, ich glaube vor 4 Jahren war das, 18, ich denke, ich muss mal nachgucken, 19, danke, Chefin hat es mir nochmal souffliert, merci. Also, da müsst ihr hinkommen, ich habe auch den Termin, Crazy Camping, irre Typen, klebt auch noch hier drauf, also da passe ich irgendwie dazu, denke ich mir mal. Und das ist ein Anlass, da kommen Fahrzeuge, bist du bekloppt. Die Playlist von 19 hänge ich mal dazu, dann könnt ihr euch das mal angucken, was euch da so erwartet. Es war wahnsinnig heiß, es war wahnsinnig geil. Ich hatte da wirklich so den YouTube-Einstieg so richtig. Und dann auch die Ehre, so schöne Fahrzeuge zu filmen, da ist wirklich Potenzial. Also wenn ihr geile Sachen sehen wollt, nicht nur auf der CMT, sondern eben ganzjährig im Erwin-Hümmer-Museum gibt es auch ein lecker Lokal. Jetzt habt ihr auch im Hintergrund die Bühne gesehen, da können wir auch noch mal kurz hinhalten. Da wird natürlich Licht gecheckt und Ton gecheckt. Und bald geht's los. Hier Vortragsprogramme. Ihr seht hier Podiumsdiskussionen, Verleihungen. Also das Programm ist wieder richtig groß. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Kameraeinstellung haltet. Von den Möglichkeiten, die ich hier jetzt habe. Ich finde, es verfälscht nichts. Es macht es halt einfach ein bisschen plastischer. So, das Hubdach haben wir gezeigt. Können wir nochmal drauf gehen. Ja, die Dichtung da drüben, das ist normal, da kann sich schon mal was lösen. Das ist alles schon mit Glasfasermatten. Und jetzt am Schluss noch auf die technische Seite gehen, beziehungsweise nochmal hier, das ist auch im Museum üblich, dass man hier diese schönen Beschreibungen hat vor jedem Fahrzeug. Leergewicht 1750 Kilo, 2360 zulässiges Gesamtgewicht, 4 Schlafplätze, also unten auch nochmal umbaubar. Und da habt ihr alles. Das wurde dann bis 1983 gebaut. Hat gekostet, können wir mal hochrechnen. Wir haben jetzt 40 Jahre später, ganz genau, fast genau, 34.766 Euro. So, jetzt seid ihr dran, was würden wir heute dafür bezahlen? Aber die Welt verändert sich. Also, viel Spaß,
hier auf der CMT oder bei den Videos. Wir sehen uns im Erwin-Hümer-Museum oder hier und auf der CMT und vielen weiteren Messen. Macht's gut. Aus Stuttgart sagt der Tobi. Einen schönen Tag an euch.